Willkommen bei Wirtschaft und Finanzen. Heute soll es um die Ergebnisse gehen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Der Ukraine-Krieg ist ja jetzt gut 2 Jahre alt und jetzt kann man erst das Resümee ziehen. Was haben die Sanktionen gebracht bezüglich der Fähigkeit, Russland weiter in den Krieg zu führen und der Wirtschaft? Und wie ergeht es der EU und dem Westen und Deutschland? Und das ist wirklich ernüchternd. Ja, gerade heute kam raus, dass das BIP-Wachstum in Russland 5,4% beträgt im Jahresvergleich, also erste Quartal 24 gegen 23. Das ist unglaublich, damit ist Russland einer der am stärkst wachsenden Länder der Welt. Und Deutschland hat gar kein Wachstum mehr, also wir sind bei 0,1%, wir hatten im letzten Quartal sogar negatives Wachstum, also Schrumpfen. Und damit ist Deutschland der große Verlierer dieser Sanktionen und Russland der große Gewinner. Trotz der Kriegsanstrengungen und auch militärisch hat sich ja keinen Vorteil ergeben. Also Ukraine ist momentan eher auf dem Verliererpfad. Die Russen scheinen militärisch hier überlegen zu sein gegenüber dem Westen mit den Waffen und haben gelernt aus den Fehlern, die sie wohl gemacht haben am Anfang. Und die günstigen Energiepreise, die wir durch die Energie aus Russland vor dem Krieg erhalten haben, also insbesondere Gas, aber auch Öl, Kohle und Uran, das fehlt Deutschland hier. Deutschland lebte eigentlich immer von günstiger Energie und das ist auch ein Hauptgrund dafür, warum es der Wirtschaft so schlecht geht, neben vielen anderen politischen Fehlern, die hier in Deutschland gemacht wurden. Ja, leider eine vernichtende Bilanz, das ist oft so bei Sanktionen, auch im historischen Vergleich. Was wir gemacht haben, Kuba zum Beispiel wird jetzt schon seit den 50ern sanktioniert, 70 Jahre und kein Ergebnis in einer politischen Änderung. Das ist in Russland auch nicht zu erwarten. Und hier ist es leider noch schlimmer. Hier haben wir tatsächlich, sind die Länder, die die Sanktionen ausgesprochen haben, insbesondere Deutschland, am stärksten davon betroffen. Ja, Russland geht's gut, Deutschland geht schlecht, das ist das Fazit. Hier muss man also überdenken, hier sind die Mittel nicht richtig für das Ziel, was man erreichen will. Ja, entweder muss man das Ziel ändern oder die Mittel, aber so kann es einfach nicht weitergehen. Das schadet der deutschen Bevölkerung. Wenn euch das gefallen hat, bitte die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren und ich halte euch auf dem Laufenden.